guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebes, geistig durchlässiges, sensibles, heiteres, wohlgekleidetes, schwitzendes, dreisatt Mainzer Publikum, was Sie eben gehört haben, ist eine Randschmeiße Deluxe. Und sie wäre bloß Kompliment, wenn sie nicht wahr wäre. Die Wahrheit ist aber, Heinrich von Kleist hat gesagt, es ist die Pantomime des Gegenübers, die das Gespräch leitet. Und ich sage Ihnen, solange Sie so aussehen, rede ich immer weiter. Und wir werden eine wunderbare Mitternacht miteinander verbringen, denn ich bin redselig. Oder wie der Geiselgangster Degowski gesagt hat, mir juckt die Schnauze. Und so geht das immer weiter. Das Schlimme ist nur, ich bestrahle Sie mit etwas, das im Leben sich eigentlich nur Schauspieler und Vorgesetzte leisten, nämlich einen Monolog. Ich weiß, keiner will einen Monolog hören, bloß kein Monolog. Der Monolog ist etwa so beliebt in den rhetorischen Künsten wie das Bass-Solo im Jazz. Ich war vor einiger Zeit in einem Londoner Jazzclub, da ging der Bassist an die Rampe und sagte, meine Damen und Herren, ich muss Sie warnen, das, was Sie gleich hören werden, inkludiert ein Bass-Solo. Ja, ich weiß, keiner will ein Bass-Solo hören, bloß kein Bass-Solo. Machen Sie nur so weiter, dann werde ich es machen, wie es mein Freund gemacht hat. Der war auch Bassist, keiner wollte seine Soli hören. Da ist er nach Afrika emigriert. Da kam er in einen kleinen Ort. Und die Leute in dem Ort, die trommelten und trommelten und trommelten und trommelten. Und nach einiger Zeit ging er zum Chief und sagte, warum trommeln die Leute denn so? Da sagte der Chief, denen hat man gesagt, wenn ihr aufhört zu trommeln, fängt das Bass-Solo an. Und so. So verhält es sich mit dem Monolog. Und woher nimmt man das Recht, 32 kalendarische Jahre nach Daniel Kübelböck sich der eigenen Autobiografie zu stellen? Das darf man eigentlich nur, wenn man diese Autobiografie als eine einzige Serie von Pleiten und Niederlagen versteht. Denn das verbindet uns wenigstens, oder? Vor einiger Zeit habe ich einer Frau gegenüber gesessen, an der ich nur halbkalt interessiert war. Und die hat sich 3 Stunden lang von mir befragen lassen, bis sie selber den Eindruck hatte, ein interessantes Leben zu haben. Und nach 3 Stunden stellt sie mir zum ersten Mal mir eine Frage. Und diese Frage hatte 3 Worte. Und die lauteten, und du so? Verstehen Sie die narzisstische Kränkung? Verstehen Sie, dass man derartig seiner eigenen Nichtigkeit vergewissert werden kann? Ja, am Anfang hielt man mich für einen Spulwurm. Es gibt Menschen, die wünschen heute noch, es sei dabei geblieben. Aber im Anblick meiner Mutter dachte ich immer an Oblomow in dem Roman von Gontscharow, wo es heißt, sein Erscheinen auf dieser Welt wurde von niemandem außer von seiner Mutter bemerkt. Das war ja mein Problem. Mütter wollen nie, dass man sie so liebt, wie man sie selber lieben möchte, sondern sie wollen, dass man sie so liebt, wie sie möchten, dass sie geliebt werden. Mütter sagen auf der ganzen Welt dieselben Sätze. Bring doch mal wieder deine Wäsche mit, damit sie wieder richtig sauber wird. Oder der klassische Muttersatz ist, mir ist kalt, zieh dir was an. Bei meiner Mutter kam dazu, dass sie viele Gesinnungen hatte, die eigentlich nicht richtig aus ihr rauskamen, sondern sie leichte in diesen Gesinnungen. Und das sind so Dinge, die stecken einen an. Meine Mutter hat lange Zeit geglaubt, das männliche Genital hieße Corpus Delicti. Was meinen Sie, wie viele Jahre ich an mir runtergeguckt habe und gedacht, du armes Corpus Delicti, da bist du wieder. Alle diese Gesinnung habe ich erst entrümpeln müssen aus meinem Kopf. Aber meine Mutter hatte vor allen Dingen, und Argumente lassen sich finden, meine Mutter hatte die Überzeugung, Fernsehen sei vom Teufel. Wahrscheinlich, weil sie mal einen Satz von François Sagan gelesen hatte, das Fernsehen hat aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis gemacht. Dazu sollte es bei uns nie kommen. Deshalb war das Fernsehen verboten. Und wir sahen es, wie man es am besten sehen soll, wenn es einem wirklich Spaß machen soll. Schuldhaft. Sollten Sie mal versuchen. Gehen Sie mal nach Hause, gucken Sie Peter Hane an, aber machen Sie die Tür so halb zu. Und dann gucken Sie immer nur, och, was meinen Sie, was der Ihnen für ein Vergnügen macht? Mit zusammengekniffenen Pobacken sehen Sie den. So ist Thomas Mann mal mit seinem kleinen Sohn Klaus, als der noch 7 war oder so, durch eine Stadt gegangen. Und der Kleine interessierte sich für die Miederwerbung überall. Und der stand immer da vor diesen Torsoletten und Korsoletten und diesen halb amputierten Frauen in Fleischfarben. Und Thomas Mann hatte natürlich Ironie für ihn übrig und sagte, na, findest du das schön?
Und der Kleine sagte, nee, schön finde ich es nicht, aber ich sehe es gerne. Und wissen Sie, genau so habe ich Fernsehen geguckt. Schön finde ich es nicht, aber ich sehe es gerne. Und natürlich war, wenn man es schuldhaft sieht, auch einiges am Fernsehen durchaus erzieherisch. Mit 3 Serien will ich sie zumindest kurz behelligen. Bezaubernde Genie. Wissen Sie, gab mir die Illusion, dass Frauen auch in Flaschen geliefert werden. Dann natürlich Bonanza. Ich glaube ja, dass es sich bei Bonanza eigentlich um ein Evangelium handelt. Ja? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Das ist ja alles so unwahrscheinlich, was da passiert. Ja? Dieser unbeholfen gemalte Pappmaché-Dekor, ja? Durch den Host dann immer so rumbrummelt irgendwie und so. Herrliche, geschlossene Männerwelt ohne Feinde, ohne Frauen. Nur manchmal am Horizont eine Staubwolke, sind die Indianer oder sind die Frauen, dann brummelt Hoss ein bisschen, dann war's das. Es ist so idyllisch und dann gern Chinesen mit einem politisch inkorrekten Akzent. Naja, jedenfalls, ich habe dann auch gedacht, die Namen dieser Helden, das ist ja nicht zufällig so. Haben Sie mal über die Namen nachgedacht, alttestamentarisch, ja? Adam, Benjamin, ja, saufen Sie weiter. Little Joe, Klein Josef oder Hoss steht für Hosianna. Denken Sie mal drüber nach. Das ist ein Evangelium. Wir sollen Bonanza wie etwas behandeln, das man wissen kann. Dabei kann man es nur glauben. Oder die letzte Serie, die einen großen Einfluss auf mich gehabt hat, das war natürlich Flipper. Und Sie wissen, alle diese Serien haben, man kann sich über mangelnde Kälte hier wirklich nicht beschweren, alle diese Serien haben so Ursituationen, in die sie irgendwann zurücktauchen müssen und die müssen eigentlich in jeder Folge vorkommen. Bei Flipper ist das immer die Situation, in der der kleine Sandy die Hupe ins Wasser senkt, hupt, dann kommt Flipper raus, schnattert ganz laut und dann sagt der Sandy den Schlüsselsatz. Ich glaube, er will uns etwas sagen. Was meinen Sie, wie viele Politiker-Interviews ich gemacht habe und habe ausschließlich an Flipper gedacht? Ausschließlich. Wissen Sie, irgendwann ist Helmut Kohl mal nach Großbritannien gereist. Also äußerstes Ausland für ihn. Und hat dort den traurigen Mut gehabt, der BBC ein Interview in einer Sprache zu geben, die er für Englisch hielt. Und am nächsten Tag hat die Sun getitelt, Do you speak Germanisch? Oh, was mich darauf bringt, eine gute Geschichte weiß ich noch, die mit dem Englischen zusammenhängt. Brigitte Bardot kam auch, wie Helmut Kohl, aber ohne ihn, nach London. Und Sie wissen, es gibt 3 Garungsgrade für Rindfleisch. Die heißen dann well done, medium, rare. Und Brigitte Bardot beherrschte das Englische noch unvollkommener als der Altkanzler. Und sie sagte in dem Lokal in großer Unbeholfenheit, can I have a bloody steak, please? Und der Kellner beugt sich runter zu ihr und sagt, and some fucking potatoes, perhaps? Ernsthaft? Also, diese Sachen habe ich einfach so geliebt. Und ich meine, das ist das schöne Fleisch des Sprechens. Das können Sie alle ernten. Und eins noch, ja. Also, meine liebste Erklärung zum Beispiel in den Wortherleitungen, also der Etymologie, ist, sagen Sie jetzt bitte nein, Sie wissen es nicht. Wissen Sie, woher Hokuspokus kommt? Nein, Sie wissen es nicht. Hokuspokus kommt aus der katholischen Liturgie. Wenn der Pfarrer die Oblate auf die Zunge des Gläubigen legt beim Abendmahl und sagt, hoc est corpus, dies ist der Leib. Hinten sitzen die Bauern, verstehen kein Wort, sagen Hokus Pokus, Hokus Pokus, Hokus Pokus, Hokus Pokus. Ist wirklich wahr. So verwandelt sich das Heiligste in das Profanste. Das ist die Begegnung zwischen beiden, wie wenn Stoiber zum Papst geht. Ist eigentlich dasselbe. Und ja, aber jetzt musste ich mich natürlich irgendwann mit dem zurechtfinden, was man meine Familie nennt. Und ich meine, da war ich ja nicht so richtig das, was Sie geborgen nennen würden. Also, ich habe einen Bruder, der ist sehr gut aussehend und 2 Jahre älter als ich. Der guckte mich manchmal an und sagte, bei dir ist es doch schon ein Kompliment, wenn man sagt, du hast 2 linke Hände. Von dir muss man doch sagen, du hast 4 Füße. Ja, danke.
Und bei anderer Gelegenheit, der ist Lehrer, und dann sagen seine Schüler manchmal zu ihm, haben Sie einen Bruder, der beim Fernsehen ist? Dann sagt mein Bruder, ich bin Einzelkind. Das ist so. Das ist so. Dann habe ich versucht, das zu kompensieren in der Schule, indem ich immer versucht habe, das Wenige, was ich wusste, schnell in die Klasse abzuliefern, indem ich den Arm hob und schon gleich redete. Da sagte der Lehrer zu mir, bei dir ist wohl die Haut zu kurz, wenn du einen Arm hochhebst, geht der Mund auf. Da meinen Sie, so kommt man weiter im Leben? Ja? Dann habe ich gedacht, also wenn meine Tugenden da nicht liegen, dann möchte ich wenigstens einen Beruf ergreifen, bei dem es nicht so auffällt, wie wenig ich weiß. Also ich werde Schauspieler. Und ich hielt mich eine Zeit lang wirklich für außerordentlich geeignet, Schauspieler zu werden. Ich wäre ein Lausiger. Aber ich war in dieser Klasse, in der frühzeitig Theaterstücke aufgeführt wurden. Und ich war sehr verknallt und sehr erfolglos verknallt in eine strahlende Schönheit dieser Zehnjährigen. Und die mich natürlich nicht erhörte. Und nun kam es dazu, dass die Rollen für das Theaterstück vergeben wurden. Und ich war eigentlich sicher, dass ich den jugendlichen Liebhaber geben würde. Und sie war ja die Geliebte, das war ja schon klar. Und ich wäre auch bereit gewesen, den finalen Kuss ausführlich zu probieren, weil das ist ja notwendig. Und dann habe ich also gewartet, bis der Lehrer endlich alle Rollen vergeben hat. Und ich war sicher, er wird sagen, ich bin der jugendliche Liebhaber. Nichts war ich. Der jugendliche Liebhaber war vergeben. Der Vater, der sie auch einmal väterlich küssen darf, war auch vergeben. Alle anderen waren vergeben. Eigentlich blieb nur noch ich übrig und ein anderer. Und wir wussten, dass wir spielen würden, aber wir wussten nicht was. Und der andere war ein etwas, profund müffelnder Mitschüler, der von uns Stinky Stein genannt wurde. Mit dem sollte ich mir nun eine Rolle gewissermaßen teilen, denn ich spielte eigentlich nur die halbe Rolle. Verstehen Sie, es ist eine Rolle, die ich mir so gut angeeignet habe, dass ich sie heute noch kann. Und ich habe mich auch so entsprechend vorbereitet, wie man das im Method Acting macht, indem man einfach seinem Gegenstand so ähnlich wird, dass man eigentlich er ist. Sie wollen wissen, was es für eine Rolle war. Sie sehen so aus. Also, unsere Aufgabe war, Stinky Stein und meine, dass wir gegenüber mit erhobenen Armen standen und spielten jeweils ein halbes Gartentor. Ja, und wir mussten so stehen. Und dann mussten wir, wenn das Liebespaar vor uns trat, sagen, quieke Knarr. Dann gingen die durch. Dann mussten wir wieder sagen, quieke Knarr. Und war vorbei. Wissen Sie, haben Sie schon mal glaubwürdig ein Gartentor gespielt? Gibt es in Deutschland Frauen, die halbe Gartentore begehren? Es war völlig aussichtslos, unter diesen Bedingungen Brautwahl zu betreiben. Verstehen Sie? Noch dazu war mein Herz in vielerlei Hinsicht bereits vergeben. Ich habe später mal diese fürchterliche Situation des pubertären Begehrens versucht, irgendwie auf den Begriff zu bringen und habe, als ich ein Seminar in der Universität gab, ein Kolloquium angeboten über Pubertätslyrik, weil ich einfach die Solidargemeinschaft derer, die all das empfinden mussten, einfach versammeln wollte. Und da gab es einen Schüler, der war so begabt, der hatte einfach sein peinlichstes Gedicht eingeschickt. Und dieses Gedicht beschreibt, wie ein Junge und ein Mädchen sich allmählich, und zwar libidonös unerlöst, auf einen Waldrand zubewegen. Und man weiß, dort im Unterholz wird es passieren. Und man stellt sich dieses Es lyrisch und flammend dar und mit hoher Wallung ausgezeichnet. Aber das Gedicht wird immer kürzer, immer kürzer. Und am Ende weiß man gar nicht, wie will er denn das alles noch bündeln, was jetzt an Entladung nötig ist, an Katharsis des Gedichts und des Mannes. Und die kommen an den Waldrand ran. Und es ist schließlich nur noch eine einzige Zeile, die all das ausdrücken muss. Ich weiß sie immer noch. Sie lautet, dunkel summt der Biber. Und ich höre ihn heute noch summen. Wirklich. Dunkel summt der Biber. Ja, und dann habe ich natürlich auch meinerseits versucht, mich auf die Trittspur dieses pubertären Begehrens zu begeben, mit wenig Erfolg allerdings. Und meine besondere Zuneigung war auf ein Mädchen gefallen, das, obwohl es noch sehr jung war, bereits seit Jahren im Schatten ihrer Brüste existierte. Und ich glaube, im Lateinischen sagt man Protuberanzen, also regelrechte, hervorquellende, riesige Entitäten gewissermaßen. Und eine muntere Rheinländerin mit dem Namen Moika Schmitz. Ja, Moika.
Und auch meine Frau, bei der die Reizleitung manchmal verlangsamt schien, und Tochter eines Friseurs. Und wir liebten das in der Klasse, wenn Monika Schmitz an die Tafel kommen musste und vor die Rechenaufgabe gestellt wurde. Können Sie sich das vorstellen? Das Corpus Delicti, der Biber summte und Monika Schmitz war an der Tafel. Und Monika Schmitz stand 5 Minuten mit dem Rücken zur Klasse und drehte sich dann zur Klasse um und sagte mit dem schwülsten Gesichtsausdruck der Jetztzeit: Ja, wie soll ich das jetzt ausrechnen? Göttlich! Göttlich! Oh. 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 Es ist dramaturgischer Schweiß, den ich vergieße zu dieser Szene. Jedenfalls, irgendwann, der Vater von Monika Schmitz war der örtliche Friseur. Man muss sagen, ich habe die Namen alle geändert. Man muss sagen, er war ein dem Alkohol durchaus zusprechender Herr mit vielen geplatzten Adern im Gesicht und ein munterer Freund des Fußballs. Und er hat sich auch mit meinem Kopf, glaube ich, meistens eher rhapsodisch beschäftigt. Also ich ging zu meiner Mutter und sagte: Was sagt man denn, wenn man zum Friseur geht? Und meine Mutter sagte: Du sagst einfach der übliche Fassonschnitt. Wissen Sie, weder dieser Mann noch ich haben je erfahren, was ein Fassonschnitt ist. Aber er schnitt auch immer in irgendetwas in meinen Kopf rein, das heute als Tribal bezeichnet würde. Oder milde Lichtungen, in denen man die Kopfhaut schimmern sah. Und es waren wirklich immer manchmal persische Teppichmuster, was immer Sie wollen. Es fand sich auf meinem Schädel wieder. Und wir haben uns gut verstanden, weil die Aura von Alkohol, die er um den Frisierstuhl gesponnen hatte, war so dicht und so entflammbar, dass auch ich fast erwachsen da saß. Und eines Tages will es mein unverdientes Glück, dass niemand Geringeres sich mit meinem Kopf beschäftigen muss als Monika Schmitz. Und ich setze mich auf diesen Frisierstuhl und im Schatten der Protuberanzen auch ich. Und ich sitze da und es überschauert mich ganz körperlich. Und wir beginnen eine am Anfang noch halbwegs lockere Unterhaltung. Und plötzlich schlägt mich Monika Schmitz von der Seite, sodass ich fast den Frisierstuhl verlassen hätte. Rheinländerinnen können so sein. Und was hatte ich gemacht? Was hatte ich mir zu Schulden kommen lassen? Ich hatte unter dem Frisierumhang meine Brille geputzt. Ja, das reicht manchmal. Dann habe ich aufgehört, bei den Friseuren meine Sexualpartner suchen zu wollen. Und da ja das alles schon ziemlich verfahren war, habe ich mich dann an einen Klassenkameraden gewandt, der ein merkwürdiger Mann war, insofern als er von großer leiblicher Fülle war und eigentlich seine Triebe eher ausdampfte, als dass er sie rhetorisch verarbeitet hätte. Also es war jemand, der sich auf Frauen übertrug wie durch Ansteckung. Man musste nur in seiner Nähe sein. Schon war eine Form von Willenlosigkeit bei Frauen feststellbar, die mit seinem eher kalbsköpfigen Gesicht nur unscharf in Beziehung zu bringen war. Und dieser Mann sagt: Ich nehme dich unter meine Fittiche, wir werden dir eine Rheinländerin finden. Wir fuhren nach Duisdorf. Ich bin in der Nähe von Bonn geboren, in der Voreifel, also aus dem Dorf kommend nach Duisdorf, wo wenigstens das Hartmann-Ministerium war für Verteidigung. Wir begeben uns auf den Kirchplatz. Das war eine gute Wahl, denn Kirchen haben so etwas wie ein natürliches Verbotsklima. Ja? Wenn Sie mal in die erotische Literatur gucken, es kommen fast nur Kirchenräume vor. Aufgedröselte Kutten, geile ABs mit selbstöffnendem Bademantel. Also Sie werden unablässig solchen klerikalen Übeltätern begegnen, mit starkem Sündenbewusstsein. Wir sitzen vor dieser Kirche, vor der Kirche eine Bank, auf der Bank zwei dieser dampfenden Rheinländerinnen, deren Oberschenkel aussehen, als seien sie in WC-Reiniger eingelegt worden. Und die so eine Form von, ich weiß es nicht, die wirken wie Schiffsschaukelbremserinnen oder die Kassiererinnen aus der Schmetterlingsbahn, jedenfalls Frauen, die einem unendlich überlegen sind, schon durch ihre physische Präsenz. Und wir setzen uns dahin, er auf die eine Seite der beiden, ich auf die andere.
Es dauert sehr kurze Zeit und ich habe nicht mal Sprechverkehr zwischen den beiden wahrgenommen. Da kommt es bereits zu einer Art laokoonischer Verschlingung zwischen dem Kalbskopf und dieser Rheinländerin. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo hört er auf, wo fängt sie an? So unmittelbar war das. Sekrete flossen, hörbar. Ich machte das, was ich immer mache. Ich quatschte und redete und wollte der Frau natürlich imponieren. Das tut man eigentlich dadurch, dass man einen möglichst komplizierten Satzbau wählt. Also ich wählte die Hypotaxe. Wissen Sie, das sind diese Sätze, wo es heißt, der Graf, der eben noch, das Fenster stand offen, sein Pferd gesattelt hatte, dieses im letzten Kriege noch verwundet und so. Da war die ja gar nicht mehr bei mir. Da hat die ja... Das hat die ja überhaupt nicht gewürdigt. Ich war mit meiner Parataxe, mit meiner Hypotaxe noch gar nicht zu Ende. Da habe ich gedacht, naja, wenn es keine Gegenwehr bei ihr gibt, dann wirst du jetzt physisch. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Zeigefinger ganz vorsichtig an ihrem Oberschenkel auf- und abzufahren und habe damit meine Hypotaxen gewissermaßen begleitet. Ich fand das sehr eindrucksvoll, sie nicht. Es dauerte 5 Minuten, es gab eigentlich keine Form von Gegenwehr ihrerseits. Nach 5 Minuten wendet sie sich zu mir und sagt den ersten Satz. Ich, du denkst wohl, du hast eine kranke Finger. Das höre ich heute noch. Du hast wohl eine kranke Finger. Dann habe ich mich von diesem Kirchplatz zurückgezogen. Half ja nichts. Und dann habe ich mir gedacht, die Frauen, die man ganz sicher kriegt, und das sind wirklich die, die waren ja gewissermaßen schon, die wurden ja von uns Gymnasiasten damals als Fallobst bezeichnet. Also das waren die englischen Austauschschülerinnen. Ja, die waren schon vergeben, bevor die den Kontinent überhaupt betreten hatten. Und wir wählten die nach Foto und Namen aus und teilten die schon zu. Und ich war vermessen und hatte mir eine ausgesucht mit dem Namen Angela Mills. Eine wunderbare, wunderschöne, blonde Frau mit langen, blonden Haaren, einem puppigen Gesicht, das wahrscheinlich nur 2 Gesichtsausdrücke hatte. Ich habe nur einen davon gesehen, aber sie guckte so aus sich raus. Endlos, man konnte reden. Auch da hatte ich das Gefühl, dass viele Überzeugungen über das Alltagsleben gewissermaßen vom Rückenmark abgelehnt worden waren und gar nicht mehr zum Zentralhirn weitergeleitet waren. Und vieles, was sie tat und sagte, ist eigentlich nur so erklärbar, dass sie gar nicht wusste, dass sie England verlassen hatte. Und ich muss Ihnen sagen, dass zu dieser Zeit die Voraussetzung, eine Engländerin auf seine Seite zu bringen, noch dazu eine so schöne, für mich außerordentlich schlecht waren, denn ich war sehr hässlich, ich hatte langes Haar, trug eine der schlimmsten Hinterlassenschaften der 70er Jahre, nämlich einen Mittelscheitel. Und außerdem hatte mir meine Mutter ein Textil verpasst, das hieß damals Parker. Aber in Wirklichkeit handelte es sich um eine Plane, die nur durch ihre neckisch aufgesetzten Schulterklappen überhaupt erkennbar war als Mantel oder was immer. Diese Plane war von unendlicher Fülle. Meine Mutter ist Witwe, deshalb durfte sie solche Textilien anschaffen, die noch dazu in einer hellen Durchfallfarbe gehalten war. Und sagte immer dazu den Satz, da wächst du rein. Da wäre ich heute noch nicht drin in diesem Ding. Und ich kam also immer mit diesem Textil, in dem man auch afrikanische Stämme unterbringen könnte, kam ich dann in die Schule, legte das schnell vorher ab und so lässig über den Unterarm, um zu simulieren, als würde mir das alles überhaupt nichts ausmachen. Und so kam ich in die Schule, Popo-Scheitel, dieser Mantel, und versuchte, diese Engländerin zu kriegen. Und das größte Rätsel ist, dass ich sie wirklich bekommen habe. Ich weiß nicht, wann sie gemerkt hat, dass ich bin, oder ob sie mich noch für einen Spulwurm hielt oder wie es war. Jedenfalls, ich habe ein Foto, auf dem bin ich samt Parker, samt Angela Mills zu sehen, Arm in Arm. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Und ich habe auch wahrscheinlich aus Gnade der schlechten Erinnerung dieses Gedächtnis völlig gelöscht. Dann habe ich mir gedacht, das liegt alles daran, dass ich ja schließlich im Rheinland groß geworden bin. Denn die Menschen im Rheinland machen es einem schwer, Vorgebirge, ja. Wenn man bei uns rauskam, das ist wirklich mitten auf dem Bauerndorf. Da hörten sie auf der einen Seite, sagte immer eine Stimme, was ist das denn da, Mutti? Zuckermelonen, Willi. Ach so, ja, müssen wir haben. Und auf der anderen Seite hörten sie, rauf, Freund, ich helfe dir. Und gegenüber, dass du mir hier Ordnung machst, wenn der Papa kommt. Das ist der Soundtrack meiner Kindheit. Mutti, was ist das denn da, rauf, dass du mir hier Zuckermelonen, Willi. So, das rotiert in meinem Kopf immer weiter. Und dann bin ich...
Dann habe ich als Schüler erste Gymnasialklasse gegen die entsprechende Klasse der Volksschule Fußball spielen müssen. Mein Gegenspieler war größer als ich und behaart. Und ich habe ihn irgendwann umdribbelt und er ist gefallen. Es war kein Foul, der Richter hat nicht gepfiffen. Und als ich das nächste Mal an ihm vorbeikomme, sagt er zu mir: Wenn er das noch ins Mäß, dann hast du zum letzten Mal warm geschissen. Ja, meinen Sie denn, sowas bleibt folgenlos? Wissen Sie, die Rheinländer sind so. Der Rheinländer, wenn der Türke am Samstag den Teppich klopft, geht der Rheinländer vorbei und sagt: Na, springt er nicht an? So sind die. Und das ist so viel schwieriger. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss da irgendwie raus. Ich muss in eine Welt, in der man Wissen akkumuliert, ja? In der man sich bei all diesen Leuten mit der langsamen Reizleitung und den Protuberanzen und all diesen merkwürdigen Existenzen absetzt, dadurch, dass man bestimmte Dinge sehr genau weiß. Und ich hatte solche Interessen an Fragen aller Art. Also ich hätte fragen können, wie viele Gänsefedern stecken im Flügel eines Engels? Das hätte ich wissen wollen. Oder ist Christi Geburt aus einer fötalen Zyste ableitbar? Oder immerhin gefragt sei es wenigstens, wenn Jesus erhängt worden wäre, würden wir dann alle eine Schlaufe anbeten? Also, und wäre der Papst dann durch Bayern gereist und hätte immer... Muss man sich vorstellen? Stell dir mal vor! Ist das zumutbar in jedem bayerischen Klassenzimmer? Das schreckt doch die Kinder, oder nicht? Wir haben uns ja dran gewöhnt, aber... Also solche Sachen wollte ich wissen. Und ich wollte einfach, ich hatte so eine Vorstellung vom präzisen Wissen. Und dann habe ich immer so vorbildliche Forscher gesehen. Ich habe mal einen gesehen, Richard Ellman ist sein Name, hat eine große Joyce-Biografie geschrieben, die beste. Und er hat sich dann dran gemacht und hat eine Biografie über Oscar Wilde geschrieben. Und die Biografie war später 700 Seiten dick. Und Richard Ellman hatte sie schon abgeschlossen, aber sie war noch nicht im Druck. Und er las bereits aus dem Manuskript. Und ich saß in einer dieser Veranstaltungen. Und Richard Ellman sitzt da und liest. Es ist traumhaft, es ist mucksmäuschenstill. Danach Fragen aus dem Publikum. Einer meldet sich und sagt: Mr. Ellman, Sie sagten, Oscar Wilde bevorzugte den Oralverkehr. Sagen Sie, als Gebender oder als Empfangender? Und Ellman sagt: Scheiße, das kostet mich wieder 3 Monate Recherche. Und wissen Sie, so wollte ich werden. Das sind doch Persönlichkeiten. Und ich meine, dann habe ich mich an die Bonner Universität bewegt und habe an der Bonner Universität dann unter anderem Germanistik studiert. Und in der Germanistik musste man auch Medievistik studieren. Ja, das ist die Forschung von der mittelalterlichen Literaturgeschichte. Und jetzt sage ich Ihnen, an der Bonner Universität gab es eine Eminenz der Medievistik. Sie wissen, Medievisten, die Leute, die eigentlich durch indogermanische Lautverschiebungen alles erklären können. Ja? Wie wurde aus dem altdeutschen Wort Alopex das deutsche Wort Fuchs? Alo fällt weg, Pex, Pix, Pax, Pux, Fuchs. Das ist Medievistik. Das ist also, ja, das ist so. Und die Eminenz auf diesem Gebiet war ein Professor von großer, durchscheinender Zartheit mit einer randlosen Brille, der schon lange in einer Art Paralleluniversum lebte und vielleicht auch mit Walter von der Vogelweide zum Tee verabredet war. Und dieser Mann hieß Professor Dr. Dr. H.C. Dr. Dr. Hugo Moser. Ja? Professor Dr. H.C. Dr. Dr. H.C. Dr. Hugo Moser. Ich behaupte, er hat die Titel nur angenommen, damit man sie besser rappen kann. Aber diese Eminenz von einem Medievisten versammelte uns in der Aula der Bonner Universität, einem ehemaligen Kurfürstenschloss. Und es war mucksmäuschenstill. 1500 Leute schweigend, während Professor Dr. Dr. H.C. Dr. Dr. Hugo Moser manchmal mit ganz dünner Stimme, man weiß nicht warum, sang: Ein Männlein steht im Walde.
Wissen Sie, das könnte höchste Sublimierung oder größter Quatsch sein, aber wir haben es genommen wie einen Gottesdienst. Und dann hat er uns die Versmaße erklärt, den Dactylus, den Jambus, den Trochäus, die verschiedenen Hebungen und Senkungen. Und gewissermaßen für die Streber unter uns fügte er hinzu, und im Griechischen gibt es noch ein Versmaß, das kann es im Deutschen nicht geben. Das sind zwei betonte Silben hintereinander, das ist der Spondäus. In diesem Augenblick passiert das Ungehörte. Eine Stimme aus dem Auditorium meldet sich und sagt, das stimmt nicht. Und Professor Dr. Dr. H.C. Dr. Dr. Hugo Moser reagiert so, wie die Frauen auf Hoss reagiert haben und denkt sich, was brummelt mich da an? Was ist das für eine über Jahrhunderte hinweg kommende Störung? Und der Student steht auf und sagt, ich meine das neue Lied von Gitte. So schön kann doch kein Mann sein. Die Veranstaltung musste 20 Minuten unterbrochen werden. Und dann habe ich gedacht, also das sind nicht die Formen des Wissens, mit denen ich künftig umgehen werde. Und ich hatte noch zwei große Leidenschaften. Außerdem, ich hatte eine große Neigung zur Ferne und zu Tieren. Also bei Tieren zum Beispiel erinnerte ich mich, dass ich mich gewissermaßen abgestoßen habe von dem Satz eines großen Naturforschers, einem Mann namens Wallace, der im 19. Jahrhundert noch beim Papst zu einer Audienz eingeladen war. Und der Papst fragte ihn, Mr. Wallace, was hat Ihnen Ihr jahrzehntelanges Studium der Natur über die Seele Gottes verraten? Und Wallace sagte, über die Seele Gottes habe ich nicht viel erfahren, aber eins ist sicher, er hat eine große Vorliebe für Käfer. Und dann hatte ich, da wollte ich hin, wissen Sie, zwei Drittel aller Käfer sind noch gar nicht erforscht. Und dann hatte ich gelesen, in der Affenforschung, die mich besonders interessierte, hatte ich gelesen über ein Schimpanseninstitut in Amerika, wo die Schimpansen begonnen haben, bestimmte Wortteile oder semantische Einheiten bereits anordnen zu können und sich so mit ihren Prüfern zu verständigen. Das ist wahr, das gibt es heute noch. Und es gab einen Schimpansen, der besonders begabt war und man konnte ihm Fragen stellen und er antwortete auch. Und es ist wahr, dass er geantwortet hat, als man ihn fragte, wohin gehst du, wenn du tot bist? Und er drückte die Schlüssel, bequemes Loch, adieu. Halten Sie das nicht für den vierten Band der Autobiografie von Franz Beckenbauer? So geeignet es auch wäre, aber wirklich, ist das nicht herrlich? Bequemes Loch, adieu. Da wollte ich hin. Und dann habe ich gedacht, gut, Affen, Orang-Utans gibt es in Asien, also reist du nach Asien. Und ich hatte eine gute Vorstellung von Asien. In Asien, ich weiß nicht, ging da rum, war im Hotel, kam morgens schon eine Frau an den Tisch und sagte, I saw you in my dreams last night. Ein andermal habe ich irgendein Butterbrot in der Hand und gehe über die Straßen von Manila und eine Frau kommt und sagt, eating in the street, no sexy looking. Oh, schön. Da wollte ich sein und bleiben. Und dann bin ich aber, um den Weg meiner Bildung abzuschließen, bin ich irgendwann in den Dschungel von Borneo gereist. Und im Dschungel von Borneo gibt es nur Wasserstraßen. Es gibt keine Verkehrswege, keine asphaltierten Straßen. Das heißt, ich muss eine Einschränkung machen. Es gibt von einem Non-Ort mitten im Dschungel von Borneo zu einem anderen Non-Ort mitten im Dschungel von Borneo eine 30 Kilometer lange asphaltierte Straße. Die Straße von Palangkaraya. Die Russen haben sie gebaut. Wir verstehen die Russen ja sowieso nur unvollkommen. Aber warum sie diese Straße gebaut haben, mitten in diesem Dschungel, wissen Sie, da brennt auf beiden Seiten der Wald. Dann gibt es da ein kleines Dschungelbordell, wo vier Prostituierte gelangweilt Mau-Mau spielen und Diät-Cola trinken. Es gibt auf der ganzen Straße vier Autos. Die werden nie abgeschlossen, wenn einer sie klaut. Wo sollen sie denn sein? Ja, da. Und ich bin die Straße mal ganz runtergegangen, rauf und runter. Es hat sich nicht viel ereignet, aber meine Netzhaut hat sie belichtet. Und dann haben mir Einheimische in dieser Situation einen Orang-Utan übergeben. Und der Orang-Utan war ein sehr melancholischer, mit schütterem Haarwuchs ausgezeichneter und stark geschwollenen Lymphdrüsen markierter, kleiner Melancholiker. Wahrscheinlich 2 Jahre alt, der, als ich ihn auf meinen Schoß nahm, sofort aus seinem Rektum eine Art ADAC-farbene Flüssigkeit verlor, bei deren Konsistenz ich spontan an eine Formulierung aus der Packungsbeilage eines Antidurchfallmittels denken musste, wo es geheißen hatte, Sie müssen jetzt stark sein, wo es geheißen hatte, man möchte das Präparat doch absetzen im Augenblick, wo der Stuhl, jetzt kommt's, gestaltet sei. Ja. Wissen Sie, ich habe
Ich habe nicht mal im künstlerischen Kontext wieder eine Verwendung des Wortes gestaltet gefunden, die mich so überzeugt hat. Aber ich war nicht lang genug mit dem Orang-Utan zusammen, um zu erleben, wie der denn aussieht, wenn er so ist. Jedenfalls sind wir dann gereist und gereist. Und eigentlich hört es damit auf, dass ich irgendwann den Orang-Utan in seinem Bett zurückließ und ging selber eine Tenne entlang in einer dieser Holzarbeiterunterkünfte. Und das Einzige, was man dort finden kann, sind Holzarbeiterunterkünfte. Und da waren am Ende dieses Flures war eine Tenne, ein flach geklopfter Lehmplatz. Und da saßen 20 Holzarbeiter im Kreis und spielten ein Kartenspiel. Und das Kartenspiel sah sehr einfach aus. Denn man sah einfach, wie die Arbeiter in der Mitte die Einsätze niederlegten. Dann legte einer vor jeden dieser Arbeiter eine Karte. Dann dauerte es einen Augenblick. Dann gab es ein Riesengeschrei und dann kriegte einer das ganze Geld. Ich gesagt, das ist eine Geschäftsidee, die wirst du Dreisat verraten. Aber das setzt voraus, dass du verstehst, was die Regel dieses Spiels ist. Und für jemanden, der lange Mau Mau gespielt hat, was letztlich auch eine Regel ohne Spiel ist, oder ein Spiel ohne Regel, müsste es ja leicht sein, das mit einer normalen, zerebralen Anstrengung rauszukriegen, was ist die Regel des Spiels. Also gucke ich dahin, denke, es kommen erst die Roten und dann die Schwarzen, erst die Damen und dann die Buben oder irgend so etwas. Ich kann die Regel nicht rauskriegen. Und das, was die Sache so schwer macht, ist, dass ich ein kleines indonesisch-deutsches Wörterbuch bei mir hatte, das aber von jemand geschrieben worden war, der, glaube ich, beide Sprachen nur unbeholfen beherrschte, sodass es dort nicht Worte gab, die ich dringend gebraucht hätte, wie Hafen, um abzureisen, oder verheiratet, um zu sagen, dass ich es nicht bin. Stattdessen waren Worte da, die sie im Dschungel von Borneo nicht immer brauchen. Gänsewein, Maulchrist, Kartenbrief, Hautschmutz, die Betastung. Ja, gehen Sie mal da durch und sagen, hätten Sie Lust auf einen Kartenbrief oder soll es gleich zur Betastung kommen? Und das im und dann gab es aber, und das war noch schwieriger, es gab Worte darin, die gibt es in keiner der beiden Sprachen, glaube ich. Zitz, Warne, Fustel, Abschabsel. Und dann fand ich wunderbar, und eigentlich würde ich Ihnen das als Kosename für die eigene Gattin empfehlen, zwerghafte Stapfe stand da. Zwerghafte Stapfe, und dem entspricht auch irgendeine indonesische Formulierung. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen heute Abend ins Bett zu Ihrer Frau und sagen, du zwerghafte Stapfe, du. Die gibt sich hin wie eine gekitzelte Sau, das sage ich Ihnen. Also jedenfalls stehe ich da und versuche rauszukriegen, wie die Regel des Spiels ist. Und ich betrachte diese Karten und ich versuche, das Abstraktionsprinzip dahinter zu erkennen, um die Regel zu erkennen. Aber es ist nicht zu machen und mit meinem Wörterbuch voller Abschabseln und Fusteln und Betastungen auch nicht. Und irgendwann finde ich einen und sage zu ihm, helfen Sie mir doch, sagen Sie mir bitte, was ist die Regel des Spiels, welche Karte gewinnt? Und der sagt, wieso, das ist doch ganz leicht. Es gewinnt immer die Karte, auf die die Fliege sich zuerst setzt. Danke sehr. Weil Sie mir heute ein so liebenswertes Gesicht gezeigt haben, habe ich mir überlegt, jetzt habe ich Ihnen einiges gesagt von dem, wie ich die Welt sehe. Vielleicht erzähle ich Ihnen jetzt in einer Mini-Episode, wie die Welt mich sieht, zumindest ein Teil dieser Welt. Ich habe zu Hause eine Frau, ich habe keine Frau, ich habe zu Hause eine Frau, die alle 2 Wochen kommt, um mir das Haus sauber zu machen. Ich schmutze nicht sehr und deshalb reicht es. Die Frau kommt aus Ghana. Das heißt, sie kommt nicht nach aus Ghana, um mir bei mir sauber zu machen. Sie ist schon da, aber sie kommt, um etwas gegen den Schmutz zu tun. Und sie ist außerordentlich liebenswert und sie heißt Bernice. Und Bernice hat 2 Eigenheiten vor allen anderen. Erstens, sie beginnt jeden Satz mit dem Wort please. Das heißt dann etwa, please, I broke one glass. Please, I cannot come tomorrow. Und das Zweite ist, sie kriegt Kinder. Und ich weiß nicht, ob sie den Zusammenhang zwischen Koitus und Empfängnis kennt, aber jedenfalls, sie betreibt das wie ein Hobby. Es kommt unablässig aus ihr raus und es sind
mehrere Kinder, die ich schon gar nicht mehr auseinanderhalten kann und die auch zum Teil mit so finsteren Mienen geboren werden, dass man ihnen nicht nachts auf dem Friedhof begegnen möchte. Jedenfalls, sie sind auch zahllos und es wölbt sich immer irgendetwas unter dem Kittel von Bernice und es ist eine Peinlichkeit und sie selber blickt auf diese Kinder, die auch bei mir die Wohnung schon weiträumig eingenommen haben und die auch Lieder singen, die man, glaube ich, in den Wüsten Kenias hören kann, den Fistelfalsett der Pygmäen oder sowas. Das klingt bei mir aus jeder Ecke und ich bin einer der wenigen, glaube ich, die in Hamburg, wo ich wohne, nichts dagegen haben, wenn so ein kleiner Stamm mitkommt, wenn es denn zum Putzen kommt oder so. Und ich habe die so ins Herz geschlossen und irgendwann, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann auch verloren, nachzuzählen, habe ich vergessen. Und jedenfalls kam dann Bernice und sagte, please, I have decided. Und das sollte heißen, sie hat sich entschieden, dass sie jetzt keine Kinder mehr kriegen wird. Ich hatte da eigentlich keine Meinung zu, denn ich habe ja, wie gesagt, diese Kinder sehr gerne. Aber sie hatte das jedenfalls gewissermaßen deklariert. Und es dauerte ein paar Monate und etwas wölbte sich schon wieder unter ihrem Hauskittel. Etwas, das bald von den monströsen Ausmaßen der brunelleschischen Domkuppel von Florenz war. So unendlich schien sich dieses Halbrund bereits über ihr zu dehnen. Und sie brachte schon ihre Schwester mit und konnte selber gar nicht mehr putzen. Zwei Kinder waren auf dem Rücken der Schwangeren geschaltet. Einmal saß die Schwester neben ihr und musste dann feudeln. Und Bernice sagte nur noch da und please auch da. Und es war ehrlich gesagt 6 Wochen vor der Empfängnis und sie hatte immer noch kein Wort zu diesem monströsen Wuchs unter ihrem Kittel gesagt und irgendwann fasst sie sich ein Herz und sagt, please, Bertha, I think I have to tell you something. Und ich sage, Bernice, I think I know what it is. Da wendet sie sich zu ihrer Schwester und sagt, I told you, he's so sensitive. Danke.